Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream, sofern noch zugegen. Auch die Piratenfraktion unterstützt das Antragsvorhaben, ich sage mal, in 99% seines Inhalts. Das möchte ich gleich mal vorab in den Saal rufen und auch den Kollegen Jung aufgreifen, genauso wie den Kollegen Witzel, hinsichtlich der Frage der Beteiligung. Die CDU ist ja noch in letzter Minute, zweiter Neudruck, dem Antrag beigesprungen. Die Piraten haben dies nicht getan, hätten dies allerdings getan, jedenfalls im Umfang der Abstimmungsziffern erstens, drittens, viertens und fünftens. Damit trägt die Partei der Piraten und die Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen insbesondere auch die Intention des Antrags mit, was nämlich die Ausnahmeregelung bezogen auf die NRW-Bank im Rahmen des Bankenabwicklungsfonds betrifft. Was wir allerdings kritisieren, ist in Ziffer 2 der erste Satz. Wir haben diese Hauptkritik, die wir hier auch durch unseren Änderungsantrag geltend gemacht haben, der ja, wie es heißt, abgelehnt werden soll, der macht sich mal fest an der Feststellung des Landtags, dass dieser Landtag Nordrhein-Westfalens alle Förderbanken Deutschlands, also sprich alle Förderbanken aller Bundesländer Deutschlands, quasi, nachträglich und rückwirkend bezogen auf die Finanzkrise so eine Art Persilschein ausstellen möge oder aber umgekehrt gesagt quasi Absolution erteilen soll im Hinblick auf die Formulierung, dass nämlich die Förderbanken aller Länder stabilisierend wirken und damit ihren Beitrag bei der Bekämpfung der Auswirkungen der Krise geleistet haben. Wir müssen dazu wissen, dass die NRW-Bank immerhin bis 2012 noch 30-prozentige Anteilseignerin der WestLB AG war. Genauso wie es ja auch zu einem großen Teil während der Finanzmarktkrise oder der Bankenkrise, wie sie ja auch bezeichnet wird, die Sparkassen unter anderem waren. Nun ja, also wenn man das also will, wenn man also hier möchte, dass der NRW-Bank und den Geschäften aller Förderbanken in Deutschland in Bezug auf die Finanzmarktkrise Absolution erteilt werden möge, sind wir einfach nicht dabei. Das wollen und können wir nicht mittragen. Gleichwohl, Herr Mostovizade, tragen wir das Interesse NRWs mit, dass nämlich die 40 Millionen, die hier roundabout fällig würden, eben besser den Förderzwecken, denen die NRW-Bank hervorragend dient, zugutekommen soll und ähnliche Geschäftssituationen und Geschäftsmodelle wie bei der KfW selbstverständlich auch von der NRW-Bank gepflegt und unterhalten wären, die wir ebenso förderungswürdig halten. Und da wir diese für förderungswürdig halten, halten wir auch die Intention des Antrags zu Ziffern 1., 3., 4. und 5. sowie des Satzes 2 in der Ziffer 2 für absolut unterstützenswert. Nun, wenn man also sagt, okay, wenn es an diesem ersten Halbsatz quasi liegt, dass nicht alle Fraktionen dieses Hohen Hauses mitwirken wollen und können oder gelassen werden, dann ist es so. Dann bleibt uns leider nichts anderes übrig, als uns zu dem Gesamtantrag, was wir außerordentlich bedauern, zu enthalten. Das ist das im Prinzip Credo unserer Fraktion. Und ich kann also an dieser Stelle vielleicht, mag es ja sein, wenn wir im Vorfeld entsprechend eingebunden worden wären, dass wir da zu einem Konsens auch, was diesen ersten Satz angeht, gekommen wären. Ich bedauere das für meine Fraktion zutiefst, dass wir also hier diesen Konsens nicht erzielen können, bleibe aber dabei, dass wir allen Förderbanken aller Bundesländer in Bezug auf die Folgen der Finanzmarktkrise oder Bankenkrise keine Absolution werden erteilen können. Und abschließend sei in diesem Zusammenhang noch erwähnt, es wird ja einen Grund haben, den es zu überwinden gilt. Und da wünsche ich dem Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen wirklich Bonne Fortune,
dass eben die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen so ohne weiteres eben nicht aus dieser Fondshaftung rausgenommen wird, wobei noch eins abschließend erwähnt sei. Die Förderbank NRWs, nämlich die NRW-Bank selbst, wird aufgrund der Haftungssituation im Land Nordrhein-Westfalen ohnehin niemals selbst in die Verdrückung kommen können, Gott sei Dank, hier diesen Fonds in Anspruch nehmen zu müssen. Vielen Dank. Herr Kollege Schulz, ich bitte trotzdem, dass Sie noch einen Moment hier bleiben. Es liegt nämlich eine Kurzintervention vor und die wünscht der Kollege Witzel von der FDP-Fraktion. Herr Kollege Witzel, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Kollege Schulz, Sie haben hier gerade den antragstellenden Fraktionen vorgeworfen, wir würden eine Generalabsolution hier für geschäftliches Missmanagement bei der WestLB vornehmen. Mit diesem Antrag möchte das für unsere Fraktion jedenfalls klar zurückweisen. Wir haben ein größtes Interesse daran, das aufzuarbeiten. Ich vermute, das gilt auch für die anderen antragstellenden Fraktionen. Und hier einen starken Zusammenhang zu sehen, dass Risiken und Nachteile der Finanzmarktkrise dadurch legitimiert würden, dass wir uns hier für eine Stabilisierung des Fördergeschäfts entsprechend bei der NRW-Bank einsetzen, kann ich für uns so nicht erkennen und möchte Sie deshalb fragen, wie Sie das bei unseren sonstigen Aufklärungsbemühungen werten können, als Zeichen, die geschäftlichen Spirenzien der WestLB zu tolerieren. Ja. Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Ralf Witzel, absolut. Ich bin auch da, was das angeht, absolut bei Ihnen. Insofern, als wir hier noch einen Aufklärungsauftrag haben, einen parlamentarischen, der noch nicht insgesamt abgearbeitet ist. Ich habe auch nicht der NRW-Bank unterstellt, an irgendwelchen Spirenzien der WestLB beteiligt gewesen zu sein. Allerdings muss man nun mal sagen, aufgrund der Anteilsverhältnisse bis zum Jahre 2012 ist die NRW-Bank in den entsprechenden Aufsichtsgremien und damit auch das Land Nordrhein-Westfalen maßgeblich in die Geschäfte der WestLB eingebunden gewesen. Und es gibt auch noch Relikte aus dieser Zeit, die durchaus noch in der NRW-Bank verhaftet sind. Und da geht es nicht zuletzt um Geschäfte im Rahmen von Credit Default Swaps, ich glaube, Volumen von 22,7 Milliarden Euro, die noch in der NRW-Bank stecken. Da muss man auch erst mal schauen, ob und inwieweit das in irgendeiner Form auf die Folgen der Finanzkrise in Deutschland oder auch in Nordrhein-Westfalen tatsächlich einen Einfluss gehabt haben könnte. Deswegen, aus diesem Grunde, weil eben noch viele Imponderabilien damit drin hängen, möchten wir eben nicht generell eine Absolution erteilen, rückwirkend, bezogen auf die Zeit von 2007 fortfolgende, über 2012 hinaus. Was 2012 fortfolgende angeht, wären wir auch wiederum gerne bereit zu sagen, das kann man tun. Aber nicht generell für die Zeit ab Eintritt der Finanzmarkt- bzw. Bankenkrise. Von daher bitte ich nochmals um Verständnis, wenn wir genau diesen Einzelaspekt, der offensichtlich aber durchaus auch ein Motiv, hier zu sein scheint, nicht mittragen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die Landesregierung spricht Herr Minister.